Heute möchte Jesus dich entführen auf eine tolle Meditationsreise, eine Reise zum Christustempel, eine Reise, die dich mit Jesus verbinden wird und die dich seine Kraft und seine Liebe spüren lassen wird. Und wahrscheinlich wirst du sogar eine Botschaft von Jesus erhalten. Etwas ganz Neues gibt es außerdem. Ab sofort kannst du alle meine Meditationen kostenfrei auch downloaden, sodass du sie einfach als MP4 auf deinem Handy hast. Und diese kostenfreie Meditation findest du auf meiner Homepage. Wie genau das funktioniert, auch das verrate ich dir heute in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen hier zu Engel TV. Mein Name ist Udo Golfmann, ich bin Hellseher, Engeltherapeut, Engelmedium und dein Coach für ein glückliches und selbstbestimmtes Leben. Ich freue mich sehr, dass ich dir insbesondere diese Meditation heute präsentieren kann. Ich werde dich mitnehmen auf eine Reise zu Jesus Christus. Jesus bat mich im Speziellen um diese Meditation, damit du spüren kannst, wer er in Wahrheit ist. Du wirst seine ganze Liebe und seine ganze Energie spüren. Du wirst wahrscheinlich sogar eine Botschaft während dieser Meditation von ihm empfangen. Bevor wir beginnen, noch ein paar kleine Hinweise. Erstens, wenn dir das Video gefällt, freue ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben und schreibe mir bitte auch unbedingt in die Kommentare, wie dir diese Reise gefallen hat und was für Botschaften du empfangen. Das interessiert mich natürlich sehr. Außerdem kannst du diese Meditation kostenfrei downloaden. Dann hast du zwar das Bild dazu nicht, aber das brauchst du ja nicht unbedingt. Aber ich habe die Tonspur rausgenommen, damit du sie kostenfrei runterladen kannst. Und das ist jetzt was ganz Neues und was ganz Tolles. Das wird demnächst mit allen geführten Meditationen gehen über meine Homepage. Kostet, wie gesagt, nichts. Und du kannst einfach entspannt diese Meditation mit deinem Handy, deinem iPad oder auch deinem iPod oder was auch immer wiedergeben, damit du einfach noch besser entspannen kannst. Denn mit Kopfhörern ist diese Meditation natürlich noch intensiver. In jedem Fall wollen wir jetzt starten und du begibst dich jetzt einfach mal an einen Ort, wo du gut entspannen kannst. Setze oder lege dich mit geradem Rücken hin. Und schließe deine Augen. Lenke deine Gedanken nun auf deinen Atem. Schenke deinem Atem deine volle Aufmerksamkeit. Aber es atmet ganz von selbst. Lass deinen Atem einfach dahin fließen, wo er von alleine hinfließen möchte. Und spüre, wie er göttliches Licht und Entspannung ganz von alleine dorthin trägt, wo du diese Entspannung brauchst. Beim Ausatmen hat dein Atem bereits alle Sorgen und alle Belastungen und alle Anspannung bei in deinem Körper, in deinem Geist und deiner Seele eingesammelt, sodass du alles einfach ausatmest, was dich belastet. Deine Engel sind bei dir und nehmen dir das alles ab, jede Belastung, jeden Schmerz und jeden Druck, den du verspürst, sodass du dich noch tiefer entspannen kannst. Von Atemzug zu Atemzug entspannst du dich immer tiefer und tiefer. Zwei wunderschöne Engel haken dich nun links und rechts unter. Du bist sicher, du bist geborgen und geschützt und sie fliegen mit dir in den Himmel. Immer höher und höher hinauf, bis du durch den Äther in die Sterne hineinfliegst, die Erde unter dir immer kleiner und kleiner zu werden scheint. In den nächsten Augenblicken
folgst du einfach dieser wunderschönen Musik und genießt deinen Flug. Langsam merkst du, dass die Engel langsamer werden. Und du dein Ziel immer näher kommst. Du siehst, während du fliegst, etwas in der Ferne, einen Tempel. Prachtvoll, ganz gülden und mit wunderschönen Kreuzen bestückt. Sie fliegen mit dir immer näher zu diesem Tempel hin und landen mit dir im Ruhm. Schau dir die Pracht dieses Tempels an und sieh, welche Kraft von ihm hervorgeht. Es ist der Tempel von Jesus Christus. Du befindest dich in seinem Tempel. Der Tempel wird von riesengroßen, aber trotzdem wunderschönen Engeln bewacht. Sie lächeln dir freundlich zu und winken dich heran. Du bist herzlich willkommen. Sie erwarten dich schon. Sie freuen sich, dass du kommst. Jesus hat dich eingeladen, in seinen Tempel, in sein Reich zu kommen. Und du hast diese Einladung angenommen. Sei jetzt ganz stolz auf dich. Du gehst die Treppe zur Tempeltüre hinauf. Die Engel öffnen dir die Tür. Du trittst ein. Du befindest dich jetzt in einem prachtvollen Thronsaal. Alles ist hell beleuchtet. Überall glitzert es und blinkt es. Und es ist gülden und überall sind wunderschöne Kerzen. In der Mitte siehst du ein Bett. Ein wunderschönes Bett und du siehst ein Schild mit deinem Namen. Denn Jesus erwartet dich. Lege dich auf das Bett. Es ist gemütlich, es ist bequem, es ist angenehm dort zu liegen. Und nun erblickst du Jesus Christus in all seiner Pracht. In all seiner Stärke und in all seiner Schönheit. Er steht vor dir und legt dir seine Hände auf. Sein goldenes Christuslicht geht nun in jede Zelle deines Körpers hinein und heilt alles, was im Ungleichgewicht ist. Unendlich heilsam ist sein Licht. Unendlich kraftvoll ist seine Liebe. Löst sich alles auf. Er sagt, dass er jetzt alle Wut, allen Zorn und alle Schuldgefühle auflöst. Schuldzuweisungen gegen andere Menschen und Schuldgefühle gegen dich werden jetzt aufgelöst, damit du die Kraft der Vergebung und des Friedens, den Jesus lehrt, erleben kannst. Alle Wut, aller Zorn und alle Schuldgefühle schaden doch nur dir selbst. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieser ganze Graben jetzt gehen darf. Er führt dich in eine Liebe zu dir selbst. Und er führt dich in die Kraft, die du brauchst, um weiterzugehen, um voranzugehen, um deine Lebensaufgabe zu erkennen, zu leben und zu spüren. Es ist ein intensiver Heilungsprozess. Und ich gebe dir nun einige Augenblicke Zeit, um die Energie zu spüren, sie zu erleben und zu fühlen. Und höre mal in dich hinein. Du wirst jetzt auch eine Botschaft von Jesus Christus übermittelt bekommen. Es kann sein, dass du ein Bild siehst. Es kann sein, dass du etwas hörst. Oder dir ein plötzlicher Gedanke zufliegt.
Wie die Botschaft zu dir kommt, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du einfach annimmst, was Jesus dir zu sagen hat. Jesus ist nun für heute mit seiner Heilarbeit fertig und hat dir seine Botschaft übermittelt. Aber natürlich kannst du täglich und immer dann, wenn du es möchtest, hierher zurückkehren und eine neue Botschaft von Jesus empfangen und seine Heilkraft empfangen. Du bist immer eingeladen, diese Meditation zu machen, so viel und so oft du möchtest. Bedenke, immer dann, wenn du diese Meditation besuchst, immer dann, wenn du zu Jesus kommst, tust du etwas Gutes für dich. Die Engel gleiten dich nun aus dem Tempel wieder heraus, fliegen mit dir ganz langsam und liebevoll zurück in deinen physischen Körper. Atme nochmal tief ein und wieder aus. Bewege deine Zehen und Finger ein wenig. Recke dich und strecke dich und öffne nun deine Augen. Wenn dir diese Meditation gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn über deinen Daumen nach oben und schreibe mir in die Kommentare, was du während dieser Meditation erlebtest. Vielleicht hast du eine wunderschöne Botschaft bekommen, die du mit anderen Menschen teilen möchtest. Vielleicht möchtest du die Kraft, die Jesus dir gegeben hat, mit anderen Menschen teilen. Dann teile auch gerne diese Meditation auf Facebook oder Instagram, Twitter, wo auch immer du möchtest, damit viele Menschen von der Kraft von Jesus Christus profitieren. Schenke sie anderen Menschen und denke immer daran, das, was du für andere Menschen tust, das tust du in Wahrheit auch für dich selbst. Ich wünsche dir eine gottgesegnete Zeit, alles Liebe und viel Freude auf deinem Lebensweg. Gott segne dich, Licht und Liebe, euer und dein Gott.